Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück im schönen Waldparaise und hier seht ihr mal wieder unsere Vögtin Berlina. Und es sieht so ein bisschen so aus, als würde sie frustriert unseren Ort verlassen. Aber nein, dem ist nicht so. Im Gegenteil, sie ist auf diplomatischer Mission. Jetzt geht sie nämlich zu den Arbeitern und will dort den Einfluss unseres Dorfes dort steigern. Und insofern ist jetzt auch klar, wie das funktioniert mit dieser diplomatischen Mission. Also sie hatte tatsächlich längere Zeit hier Pause gemacht, frei gemacht. Und dann hat sie sich von hier aus aufgemacht und wird jetzt vermutlich 30 Tage lang unterwegs sein, dann zurückkommen und dann bekommen wir die Einflusspunkte. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir diese Mission hier nicht mehr erfüllen können, weil wir eben den Arbeitereinfluss nicht haben, um die Fischerhütte freizuschalten. Es wurde noch angesprochen, ob es nicht möglich ist, dass ich einfach den Fisch kaufe. Ja, das würde dann 200 Gold kosten und ich würde 200 Gold bekommen. Ja, okay, dann kriege ich halt Klerus-Einfluss, aber kann danach mir die Fischerhütte immer noch nicht leisten. Also nee, finde ich irgendwie doof, diese Art und Weise, diese Quest zu lösen. Okay, wir haben zwei neue Leute, die will ich auch direkt mal einsetzen. Ich gucke mal wo. Ich denke, wir werden hier bei den Baumeistern noch jemanden hinschicken und ja, vielleicht sogar bei den Trägern. Stichwort Träger und Lagerhaus, da muss ich was verändern. Wir haben ja eine Verkaufshandelsroute gemacht für diese behauenen Steine. Allerdings haben wir die gar nicht ins Lager gebracht. Und das ist fatal, weil dann können die nämlich nicht verkauft werden. Insofern fehlt tatsächlich auch ein bisschen Lagerplatz. Man könnte ein zweites Lager bauen und eins dann nur für Steine machen, als für Holz und Werkzeuge dann noch irgendwo. Aber im Moment muss es mal so gehen, weil wir haben ja auch relativ wenig Platz in dem Bereich, wo ich das bauen möchte. So, was machen wir als nächstes? Hier werden erstmal hoffentlich die Steinblöcke jetzt reingetragen. Oh ja, es sind schon 29 drin. Prima. Die Dorfkirche ist fertig gebaut. Sehr schön. Ach, das gefällt mir aber jetzt ganz gut, wie das jetzt hier gebaut wurde und aussieht. Ja, also eine hübsche kleine Dorfkirche. Es gab einige Kommentare, die das etwas mit Unverständnis entgegengenommen haben, dass ich hier den Eingang beim Glockenturm gebaut habe und gesagt, das wäre falsch oder nicht normal. Aber ich denke, bei Kirchenbauten kann man schwer irgendwo von Normalität sprechen. In meiner Gegend und direkt in meinem Ort selbst ist die Kirche exakt so gebaut. Der Eingang direkt im Glockenturm. Da gibt es, glaube ich, unfassbar viele Varianten, wie Kirchen aussehen können. Also hier ist es dann so, dass das Treppenhaus dann von hier direkt abgeht. Also das geht alles, das gibt es alles. Einfach ein bisschen offen sein und nicht vielleicht so durch die Welt gehen, dass das, was bei einem selbst normal ist, überall anders auch die Normalität darstellt. So, jetzt kommt der Händler, sehr schön. Der kauft, verkauft jetzt ein bisschen was. Prima. Gut, was bauen wir als nächstes? Zwei Gebäude sind ganz wichtig. Als erstes, unbedingt, wird jetzt wirklich höchste Zeit, nehmen wir mal das Forsthaus. Wir wollen aufforsten. Das werde ich mal hier in der Nähe des Herrenhauses platzieren, des Bürgermeisterhauses. Denn der Wald dort hinter, den möchte ich tatsächlich behalten. So, machen wir das mal hier hin. Das gefällt mir ganz gut. Bauen 50 Gold, 10 Bretter. Kein Problem. Und dann werden wir auch gleich mal die Zonen ändern und sagen, bitte Aufforstung, wenn es dann soweit ist. Halt, vorher will ich noch was anderes machen. Vorher will ich die Gebietsgrenzen anzeigen lassen. Jetzt die Zonen, Aufforstung, bitte hier. Ah, wir setzen mal hier unten an. Also von hier ruhig hinterm Herrenhaus, kein Problem. Noch machen wir dahinter keinen Park, vielleicht folgt das später. So, jetzt ist die Quest gescheitert, das war absehbar. Und dann werde ich den Wald mal bis hier vorziehen. So, und das kann dann dementsprechend auch, na, wenn das fertig gebaut ist, machen wir daraus einen Abbaufläche. Ich denke, da wir im Moment genug Siedlungsraum haben, werde ich tatsächlich auch diesen Bereich hier zur Aufforstung freigeben. Ja, machen wir bis hier. Bin mir nicht sicher, ob sie das schaffen werden. Vielleicht auch noch bis hier. Vielleicht kümmern sie sich dann auch erstmal nur darum. Soweit dazu. Das ist das erste wichtige Gebäude. Aber die sind ja richtig schnell am Bauen jetzt hier. Wunderbar. Das zweite wichtige Gebäude ist natürlich die Bäckerei, die jetzt gebaut werden muss. Und die will ich hier ins Feld bauen, so in die Richtung. Eigentlich, ja, müsste das natürlich Verbindung mit der Mühle stehen. Aber hier habe ich im Moment wirklich keinen Platz. Die Mühle muss auch noch woanders hin. Der Standort gefällt mir absolut nicht. Das war nicht das Beste, was hier gemacht wurde. Ein Mönch nähert sich übrigens dem Dorf. Das wird spannend sein, was wir dafür einen neuen Auftrag bekommen.
Aber ich platziere das erstmal. Kostet uns 150 Gold. Das ist natürlich jetzt eine Menge. Und auch viele, viele Werkzeuge, die wir teuer einkaufen müssen. Ja, ist halt so, ne? Werkzeugproduktion wird dann auch nochmal Thema werden. So, und da ist unser Forsthaus gebaut. Und da muss natürlich jetzt ein Förster zugewiesen werden. Und die Frage ist, wer wird das sein? Was haben wir hier zuletzt geändert? Oder bekommen wir möglicherweise in Kürze Einwanderung in 6 Tagen? Beziehungsweise sind hier nicht Leute, die gerade ankommen? Habe ich nicht sowas gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ein Mönch ist auf dem Weg. Aber da ist der Mönch. Zuwanderer derzeit noch nicht. Na gut, das nehmen wir dann von woanders mal raus. So, wen können wir abziehen? Ich hatte eben... Ich glaube, wir können noch wieder einen Holzfäller abziehen, oder? Wir haben 5 Holzfäller. Nehmen wir den Level 2 Holzfäller hier mal. Und machen ihn zum Förster. Soweit, so gut. Okay, also das Spannende ist jetzt tatsächlich, was gibt uns der Mönch für eine Aufgabe? Das ist jetzt hochspannend. Ist das für uns leicht erfüllbar? Es wäre echt mal schön, wenn er einfach nur mal Bretter verlangen würde oder vielleicht Holz oder Stein oder Steinblöcke. Das könnten wir alles problemlos in kürzester Zeit liefern. Und dann könnten wir uns die Arbeiter aussuchen und dann könnten wir dann endlich die Fischerhütte bald mal machen. So, das hier übrigens sieht auch noch nicht ganz hübsch aus. Das werde ich, die Ernte läuft. Das werde ich dann auch verändern. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt hier geerntet wird. Also, diese Feldstruktur, die wird nochmal neu angepasst werden. Kein Thema. So, der Mönch ist da. Und dann gucken wir nochmal, was er uns für Möglichkeiten bringt. Es sind schwere Zeiten. Materialien. Was? 10 Werkzeuge. Okay. 10 Werkzeuge bedeutet einfach nur Geld. Aber das führt eben dazu, dass wir halt unseren Einfluss bei der Arbeiterschaft endlich auf diese einfache Art und Weise vergrößern können. 15 Einfluss. Wir machen das mal. Das kostet uns zwar eine Menge, aber wir verdienen damit auch, weil wir Fisch dann haben, den wir verkaufen können an die Leute. Also ich mache das mal. Wir liefern 10 Werkzeuge zur Arbeiterschaft. Das werden wir erst tun können, wenn das nächste Mal der Händler kommt. 10 Tage ist das nur. Okay, dann hoffen wir mal, dass der Händler bis dahin zu uns gekommen ist. Da kommen neue Siedler, das ist gut. Aber wo ist der Händler schon unterwegs? Ja, tatsächlich, er kommt. Okay, der dürfte 15 Werkzeuge bringen. Da werden wir dann fett ins Minus rutschen. Hier sind auch noch 5 Werkzeuge nötig. Das heißt, es dürften 10 problemlos überbleiben. Das ist kein Thema. So, hier fehlt es an Mehl. Ich sag immer Mehl. Hier fehlt es auch an Getreide. Ansonsten läuft die Ernte. Wie gesagt, wenn die Ernte durch ist, dann werden wir den Zuschnitt des Feldes nochmal anpassen. Ansonsten ist im Moment alles in Ordnung. Ein Bewohner wieder dazugekommen. Da schaue ich mir mal kurz an, wie es bei den Arbeitsplätzen aussieht. Ich meine, wir brauchen natürlich bald jemanden für eine Bäckerei. Ja. Bringen wir im Speicher nochmal 2. Träger rein, aber das wird sich alles dann relativ schnell wieder ändern. Ja, viel mehr habe ich tatsächlich im Moment nicht vor, aber wir sehen schon, wie der Förster hier, wie die Försterin ihre Arbeit aufnimmt. Sehr schön. Hier werden kleine Bäume gepflanzt. Das ist wirklich entzückend. Prima. Und na, mal gucken, ob sie Zeit findet, auch darüber zu laufen, wobei da im Moment ja gar kein Bedarf ist. Die Bäume stehen ja. Also so schnell scheinen die Forstarbeiter auch nicht zu arbeiten, also die Holzfäller. So, hier wird Material gebracht zur Baustelle. Ja, damit ist jetzt fast alles da, außer eben die fehlenden Werkzeuge. Es kann also gut weitergearbeitet werden. Und jetzt kommt der Händler. Und wir haben Beförderung verfügbar, aber das kann ich mir im Moment tatsächlich nicht leisten. Da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr verdienen. Das wird das nächste große Thema sein, denke ich, im nächsten Monat.
dass wir mal ordentlich Beförderung rausgeben. Weil auch das ist wichtig für die nächste Freischaltung. So, hier werden jetzt Beeren. Ah, er hat keine Beeren. Da wird er auch nichts kaufen können. Da brauchst du gar nicht so lange zu gucken. Während wir aber hier immerhin Bretter und Steinblöcke verkaufen können. Warte mal kurz. Ich will nochmal das vielleicht ändern. Ich will ein bisschen Geld verdienen jetzt hier. Steinblöcke habe ich gesagt ab 25. Wir machen mal Steinblöcke ab 20. Das ist doch völlig okay. Steinverkauf geht leider erst, wenn wir da einen Platz haben. In einem zweiten Warenhaus. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen, wo wir das hin platzieren. Ich weiß auch noch nicht so recht. So, jetzt haben wir Werkzeuge gekauft und jetzt werden wir den Auftrag erfüllen. Sehr schön. Und damit haben wir den Einfluss freigeschaltet. Noch schöner. Und das heißt, wir können jetzt endlich die Fischerhütte freischalten. Dann werde ich auch gleich die Hecke freischalten. Und, was ist das? Bauhütte Skulptur. Schaltet neue Gebäudeteile für die Bauhütte frei. Ja, nehmen wir auch gleich mit. Unser Einfluss ist ja im Moment groß. Hervorragend. Gut, ja, dann machen wir uns direkt mal daran, die Fischerhütte zu bauen. Das ist schon jetzt ein wichtiger Fortschritt. Die Frage ist, können wir die jetzt überhaupt bauen? Die kostet uns ja 20 Gold. Kann man, wenn man im Minus ist, trotzdem bauen? Wir werden es sehen. So schön, so ein bisschen kurz über der Wasseroberfläche. Hier relativ nah an den Fischbeständen. Auch relativ nah am Lager. Also das passt schon ganz gut, würde ich sagen. Gucken wir mal. Tatsächlich können wir nicht bauen. Schade drum. Okay, das heißt, wir können die erstmal nur planen, aber noch nicht in Auftrag geben, weil uns tatsächlich das Geld fehlt. Und im Moment können wir nur Geld verdienen durch Handel und durch Beerenverkauf. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Aber wenn, oh, wartet mal, wenn die hier fertig sind, und ich hoffe, das wird dann bald was, dann wiederum produzieren wir ja Brot. Und Brot können wir auch relativ gewinnträchtig verkaufen. Dazu brauchen wir natürlich noch einen neuen Marktstand. Hier ist auch was Neues dazugekommen. Blaues Zelt, grünes Zelt. Aber das kostet alles Stoffe. Und das ist knapp in dieser Phase. Beziehungsweise es war, glaube ich, von Anfang an dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und was ist die Geschichte hier beim Baumeister? Warte mal. Okay, eine Bildhauerwerkstatt. Da können wir Statuen herstellen. Aber auch das kostet Stoffe. Und Stoffe sind ein Problem, weil wir sie vielleicht sogar gar nicht einkaufen können. Nee. Wir können im Moment noch keine Stoffe einkaufen. Selbst auf der nächsten Handelsstufe mit dem nächsten Handelspartner ist das nicht möglich. Insofern ist diese Stoffindustrie wirklich dann auch das nächste Größere, was wir angehen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, wir müssen also jetzt einfach mal abwarten, bis wir 20 Gold haben. Aber ihr seht, das geht schon. Der Marktplatz bringt uns unsere Einnahmen. Ja, ist ein bisschen die Frage, ob wir den Handel mit Werkzeugen jetzt erstmal einschränken, weil wir natürlich dann wieder relativ viel Gold verlieren. Nun gut. Genießen wir einfach mal das Gewusel. Halt, wir können noch eine andere Sache machen. Und zwar, jetzt wurde ja abgeerntet. Und wir sind jetzt in der Ruhephase. Ich werde jetzt mal das Erntefeld noch ein bisschen verändern. Wir werden hier den Bereich ein bisschen... Halt, Quatsch. So rum. Bisschen rausnehmen. So. Und hier gehen wir auch nicht ganz so dicht an die Kirche ran. Das könnte mir auch nicht gefallen. Aber das ist mal so ungefähr. Dann beim Gebäude lassen wir auch die Felder vorbeilaufen. Ja, und der Rest ist soweit okay. Wobei das vielleicht ganz gut ist. Und hier hinten haben wir gesehen, ich glaube, da wird sowieso nicht ausgesät. Das nehme ich mal raus. Wir werden mal ein bisschen beobachten, wie viel die eigentlich mit 3 Bauern maximal so bearbeiten können. Das wird jetzt so ein gewisses Thema werden. Machen wir das mal so. Das sieht erstmal ganz anständig aus. Okay, Beförderung, wie gesagt, will ich mir nicht leisten, weil wir jetzt gleich nochmal Werkzeuge kaufen. Machen wir dann beim nächsten Monatswechsel. Da werden wir ordentlich ansparen. Aber, oh, warte mal, wir sind natürlich jetzt soweit, das Ganze hier in Auftrag zu geben. Oh, sehr gut. Sehr schön. Also der nächste Bau kann beginnen. Hervorragend.
Einwanderung immer noch hoch, sehr schön, 100% Zufriedenheit, sehr gut. Also läuft alles, würde ich sagen. Mühle ist hier auch noch am Arbeiten. Das wäre jetzt wirklich wichtig, dass ihr jetzt hier mal relativ zügig fertig werdet. Aber eine Sache können wir tatsächlich schon weiter planen, nämlich den nächsten Verkaufsstand. Eigentlich brauchen wir zwei Verkaufsstände, fällt mir gerade ein. Für Fisch und für Brot. Dann machen wir das doch mal. Lebensmittelstand. Kostet uns, glaube ich, kein Geld. Mal sehen. Vielleicht ein bisschen Geld. 10 Holz ansonsten. Das ist jetzt nicht so gravierend. Platzieren wir hier einen Stand nochmal hin. Und eine auf diese Seite. Und dann nutzen wir mal diese kleinen Schilder als Verzierung. Zwei weitere Bewohner sind da. Das ist gut. Wir brauchen nämlich hier auch Verkäufer im Übrigen. Ich glaube, mit Shift kann man weiterbauen. So, ich will das aber richtig umdrehen. Genau. Und dann platzieren wir hier noch eins hin. So, kostet uns das jetzt Gold? Nee, nur Holz. Sehr gut. Okay, kein Problem. Ja, Leute, jetzt baut mal ein bisschen. Da ist schon ein Baumeister. Hier auch. Die sind dabei. Zwei Arbeitslose im Moment. Die brauchen wir eigentlich später hier an den Marktständen. Ja, ich lasse sie mal momentan arbeitslos, weil wir können sie im Moment wirklich gar nirgendwo. Obwohl, ich sehe gerade hier bei den Steinmetzen, da gab es jetzt doch einiges offenbar. Bergarbeiter, bringen wir sie mal da rein. Ja, damit sie erst einmal Arbeit haben. Wir werden sie da dann auch aber wieder wegziehen, abziehen. Okay. Hier liegen schon die Bretter für die neuen Marktstände. Auch schön zu sehen. Hier geht es noch nicht so richtig voran. Und hier hinten kommt jetzt die Baumeisterin auch wieder vorbei. Nee, das ist nicht die Baumeisterin. Das ist die Holzfällerin, die da arbeitet. Nun gut. So, hier die kleinen gepflanzten Bäume. Die sind schon, sehen schon richtig gut aus. Das Forsthaus versteckt sich hier hübsch dahinter. Auch das gefällt mir. Prima. Und jetzt wird neu ausgesät, wie ich sehe. Das ist insofern interessant, mal zu schauen. Ah, der Händler war da. Jetzt haben wir wieder die 15 Werkzeuge, aber dafür sind wir wieder minus. Ja, es ist schön zu sehen jetzt mal, wie sie, also wie viel sie wirklich insgesamt jetzt aussehen können, wie groß die Fläche ist, wie viel sie hier am Ende bewirtschaften, weil jetzt haben sie eigentlich optimale Bedingungen. Ich fummel ihn jetzt nicht mehr zwischendurch rein, sodass das Ganze zurückgesetzt wird. Es sind 3 von 3 Bauern. Also das müsste eigentlich jetzt laufen. Aber enorm, wirklich enorm, wie langsam die Baumeister sind. Wie lange doch das dauert. Auch hier, Materialien sind alle da, aber man wartet auf einen Baumeister. Aber immerhin, die Marktstände werden gebaut. Das ist schön. Wenn dann die neuen Produkte da sind. Ja, wir können sie hier gleich schon mal einstellen. Hier wird dann Brot verkauft. Wir müssen dann natürlich Brot hier auch als Ressource zuweisen. Und Fisch ebenso. Genau. Hier ist dann Fischverkauf hier unten. Aber wir brauchen natürlich dann auch neue Markthändler und wir brauchen Fischer und wir brauchen Bäcker. Aber wir haben genug Potenzial. Wir sind, einige Arbeitsplätze sind wirklich überbesetzt, muss man einfach mal sagen. So, die große Frage, was wird zuerst fertig? Die Fischerhütte? Oder die Bäckerei. Ja, schon ewig wird hier auf Baumeister gewartet. Okay, also hier sieht es ja aus, dass, als würde die Kapazität jetzt reichen. Wir waren ja neulich mal über 20 beim Bedarf. Aber es scheint wirklich nur so ein Spitzenwert gewesen zu sein. Okay, hier baut zumindest endlich mal wieder jemand weiter. Das sollte doch auch nicht so schwer sein, diese Hütte da endlich fertig zu bauen.
Ja, dann hoffe ich darauf, dass wir mehr hier verkaufen. Und mit dem Geld, was wir da verdienen, werde ich dann am Ende dieses Monats deutlich mehr Leute aufsteigen lassen. Und wenn die aufgestiegen sind, dann werden die sicher Häuser bauen. Dafür haben wir aber genug Platz. Und dann kaufen die mehr ein. Und dann verdienen wir noch mehr Geld. Das ist so ein bisschen der Plan. Und mit dem neu verdienten Geld werden wir dann uns ein neues Gebiet hier dazu kaufen, sodass wir weiter expandieren können. Und in der Zwischenzeit werden wir auch in die Weideproduktion einsteigen. Also ihr merkt, gibt jetzt einiges, was ansteht, wenn das dann jetzt erstmal alles wieder ins Rollen kommt. Sie sind immer noch bei der Aussaat, ja. Okay, das werde ich jetzt mal relativ genau beobachten, wie groß das Feld jetzt hier wird. Je näher es direkt am Farmhaus ist, umso größer kann es vermutlich auch werden. Ach, schaut mal, sie sind jetzt vorbei. Also mehr können die zu dritt gar nicht aussehen. Das ist so ungefähr das Maximum. Und jetzt sind wir in der Phase des Wachstums. Und wie es aussieht, kümmern sie sich sehr liebevoll um die Pflanzen. Sie streicheln sie sogar, oder? Schaut mal, so sorgt man dafür, dass das Getreide wächst. Man streichelt es. Herrlich. Der Bäcker ist hier immer noch nicht großartig fertig gebaut ist. Und ich habe die maximale Anzahl an Baumeistern, das muss man auch mal dazu sagen. Und auch im Lager sind 3 von 4 Trägern, also daran kann es auch nicht liegen. Auch hier erst halb fertig, aber immerhin halb fertig. So, bei den Münzen sind wir schon mal wieder im Plus. Ich würde mal sagen, dann lassen wir mal ein bisschen schneller laufen, dass die Sachen hier ein bisschen zügiger vorankommen. Weil im Moment, wie gesagt, haben wir tatsächlich nichts anderes vor. Die Sachen müssen jetzt endlich mal fertig gebaut werden. Da kommen schon 2 neue Bewohner ins Dorf. Das ist in Ordnung. Die können dann schon mal als Fischer und Bäcker arbeiten. Das passt perfekt. Ah, schaut mal, hier. Ja, 2 Bewohner, die werde ich jetzt kurz nicht woanders reinbringen. So, minimale Arbeitslosigkeit ist okay. Jetzt verschwindet er schon wieder. Was macht er jetzt? Wir wollen uns ihn mal angucken. So. Er geht wohin? Wir folgen ihm mal. Er geht zurück. Ah. Okay, das ist interessant. Okay, jetzt arbeitet er da weiter. Also die verteilen dann ihre Jobs. Die arbeiten offenbar eine gewisse Zeit an der Baustelle. Dann gehen sie zur Bauhütte zurück. Und ja, dann werden die Schichten neu verteilt. Und jetzt hat er frei. Vermutlich, weil Komfort gesunken ist. Und Wasser kümmert er sich jetzt erstmal darum. Das heißt im Umkehrschluss, natürlich je weiter die Bauhütte von den Baustellen entfernt ist, umso ineffizienter wird es. Okay, das ist eine relative Banalität. Aber man kann jetzt ja auch nicht überall Bauhütten hinbauen. Also wir haben sie ja relativ zentral hier platziert. Aber klar, wenn wir größer werden, müssen wir das mitbedenken und müssen weitere Bauhütten auch mit einplanen. Das ist schon klar. Das Ganze ist hier fast fertig, ey. Glaub es nicht. Baumeister Level 5 und sie hat jetzt auch gerade frei. Geht in den Gottesdienst, obwohl der Balken noch gar nicht so weit runter ist. Interessant. Ich glaube, es ist immer ganz gut, so die Laufwege mitzubekommen. Was sie so machen, wie die ihre Bedürfnisse befriedigen. Jetzt holt sie sich Nahrung, okay. Und jetzt geht sie dorthin. Okay, zum Brunnen. Und jetzt ist sie im Haus, obwohl Komfort noch weit hoch ist. Gut, das heißt, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Zeitfenster, in dem die arbeiten, und im restlichen Zeitfenster befriedigen die ihre Bedürfnisse. Das heißt, es wird nicht so sein, dass wenn man einfach irgendwie die Bedürfnisse relativ optimal erfüllt hat, die automatisch weiterarbeiten. Sondern die reine Arbeitszeit ist vermutlich definiert durch den Rang, den sie haben. Ob sie eben Leibeigene sind oder Gemeine oder Bürgerliche. Je höher der Rang, umso weniger Arbeitszeit steht zur Verfügung. Ich schätze, so ist das Ganze organisiert. So, jetzt wird das hier aber was, oder? Jetzt ist das Ding bald fertig. Und die Fischerhütte ist auch schon fertig. Ja, großartig. Bitte, ein Fischer.
Und die Bäckerei ist gebaut. Jetzt geht's ja hier Schlag auf Schlag. Ein Bäcker. Aber hier muss noch ein zweiter Bäcker zugewiesen werden. Wir gucken mal ganz kurz hier rein bei den Leuten. Ich denke, wir sind... Ach so, ja. Wir sind auf jeden Fall bei den Steinmetzen hier zu viel. Danach sollte man das immer sortieren. Bei den Bergarbeitern, nicht bei den Steinmetzen. Hier haben wir einen. Den mache ich zum Bäcker. Gut. So, und jetzt dürfte es dann endlich losgehen, dass hier Brot gebacken wird. Und, ah, schaut mal. Ha! Wir haben unseren Fischer. Tedrick. Und da springen die Fische schon. Hervorragend. Gut. Und hier ist ja alles soweit vorbereitet. Brotfisch ist eingeloggt. Das heißt, das muss jetzt einfach nur irgendwann ins Warenlager kommen. Wie viele Fische bringt er jetzt mit? 5 Fische holt er von jeder Tour. Okay. Jetzt müsste eigentlich ein Träger kommen aus dem Warenlager und die ersten Fische ins Lager bringen. Ja, tatsächlich, da kommt sie. Okay. Das heißt, sie holt jetzt die Fische und bringt sie ins Lager und dann müsste... Wo geht sie jetzt damit hin? Ah, sie geht so hinten rum. Interessant. Oh, schaut mal, da sieht man ja sogar die Fische. Ist ja grandios, Leute. Ich bin begeistert. Die Beeren werden vorne gelagert, die Fische hinten. Damit es nicht so stinkt vielleicht. So, und jetzt müsste irgendjemand kommen und die Fische zum... Ah, wisst ihr, was fehlt? Das habe ich ganz vergessen. Wir brauchen natürlich noch Markthändler. Oh Gott, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Gucken wir mal, wo wir hier noch jemanden rausziehen. Ich nehme, glaube ich, noch jemanden von den Bergarbeitern. Level 1, bitte Markthändler werden. Das wäre ja beinahe schiefgegangen hier. Und vielleicht von den Trägern da hinten. Ja, ich glaube, das ist Frederuna. Die werde ich hier mal rausnehmen. Und die wird dann hier arbeiten. Okay, gut. Ja, dann gucken wir mal zum Brot, wie das läuft. Und auch hier sind unsere beiden Bäcker hier ganz eifrig am Brotbacken. Schaut mal, hier wird der Teig geformt und da wird gebacken. Ja, hier liegen schon 8 Brote. Ja, wunderbar. Da müssten ja bald mal Träger hier kommen. Hier werden wir dann gleich mal noch einen neuen Träger zuweisen. Wir haben ja 3 neue Arbeiter bekommen, habt ihr gesehen? Das ist gut. Träger dort. Dann würde ich sagen, hier auch noch ein Träger. Und also 50 Steine mehr können wir derzeit sowieso nicht lagern. Das heißt, wir brauchen keine Bergarbeiter mehr. Steinmetze geht nicht mehr. 50 Holz. Ja, da könnte vielleicht noch einen reinstecken bei den Holzfällern. Soweit in Ordnung. Gut. So, und jetzt sollten wir ordentlich Geld verdienen. Ja, plus 26 die Bilanz. Das ist ja immer so eine durchschnittliche Bilanz. Aber das sollte sich jetzt bemerkbar machen. Wir sind jetzt in Woche 4, Tag 1. Das heißt, am Ende dieser Woche beginnt der neue Monat. Aber sag mal, was sehe ich denn hier? Wir sind in der Erntephase und es wird hier nicht geerntet. Die haben alle frei. In der Erntephase, da gibt es kein frei, Leute. Das geht ja nun gar nicht. Übrigens finde ich es cool, wie sich jetzt der Weg hier geändert hat. Weil die Windmühle ein bisschen im Weg steht, gehen sie jetzt hier rum. Das gefällt mir. Ha, sehr schön. Aber Leute, Bauern, ihr müsst schon arbeiten. Das ist aber unüblich. In der Erntephase gibt es hier kein Wochenende. Kein Feierabend, da muss man raus und die Gelegenheit nutzen, wenn das Wetter gut ist. So, da kommen sie jetzt. Ich finde, sie haben ein bisschen zu viel freigemacht. Okay, ja, was mache ich jetzt am Ende der Woche oder was ist jetzt der Plan? Ich werde jetzt hier das meiste von dem Geld, was wir jetzt verdienen, und ihr seht es, das ist ganz gut, was wir jetzt hier auf dem Konto haben, das werde ich für Aufwertungen der Einwohner nutzen. Dann sollten wir noch mehr Geld verdienen und gleichzeitig werden wir dann hier in die nächste Produktionsphase eintreten, nämlich
Warenproduktion, Schäferei, Weberei und Schneiderei. Das müssen wir erstmal freischalten. Und das schalten wir frei, indem wir einen Leibeigenen zum Gemeinen machen. Das kostet uns 50 Gold und wie gesagt, das machen wir dann am Anfang des nächsten Monats. Das ist allerdings eine Sache, die dann erst in der nächsten Staffel passieren wird, denn dies ist erstmal die letzte Folge dieser ersten aktuellen Staffel. Es wird dann eine kleine Pause geben. Warum, wieso, weshalb ich das mache, das habe ich mal in einem Video zusammengefasst. Schaut euch das gerne an, Link in der Videobeschreibung. Und wichtig auch, der Programmkalender ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort seht ihr dann, wann es weitergeht. Dieses Let's Play ist derzeit im Wechsel mit Crusader Kings 3 hier auf dem Kanal zu sehen. Das heißt, in etwas mehr als 7 Tagen, einer Woche, wird es weitergehen mit Valparaiso. Ich freue mich schon darauf. Es macht Spaß, es läuft gut. Und ich bin gespannt, wie groß wir das hier treiben können und was wir hier alles noch bauen werden. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.